Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Ja genau Leute, und ich werde heute mit euch wieder eine Folge starten, die hoffentlich interessant wird, wo wir hoffentlich einen enormen Fortschritt schaffen werden und Und wo ich wieder tolle Sachen erzählen werde, die wieder vorne und hinten keinen Sinn machen. Aber das wisst ihr ja schon im Voraus. Damit rechnet ihr wahrscheinlich schon. Und deswegen muss ich mir da auch gar keinen Kopf machen. Hoffe ich zumindest. Ja, gucken wir mal gerade auf unsere Aufgabenliste. Und nein, das ist kein totes Tier auf meinem Kopf. Das sind die Haare. Also die Frage lese ich relativ häufig momentan. Und deswegen beantworte ich sie an dieser Stelle gerne nochmal. Also, wir haben einmal die Lektion Aufmunterungszauber. Wir müssen Bill in der Bibliothek treffen und haben natürlich auch noch eine Nebenquest, die wie folgt lautet, die Vertrauensschüler treffen in den drei Besen. Das ist die letzte Aufgabe von dieser Nebenquest, deswegen, ja, würde ich sagen, machen wir das gleich heute auch noch fertig. Aber Leute, zuallererst lernen wir diese Lektion hier und zwar den Aufmunterungszauber, weil ich denke, dass der auch für euch oder für manche von euch vielleicht auch ganz interessant sein könnte. Für mich eventuell auch, weil aufmuntern ist immer wichtig und deswegen gehen wir einfach mal rein, Leute. Los geht's! So, Friese ist wieder perfekt, wunderbar. Gut, hallo Professor Flitwick, ich würde gerne etwas lernen. 3 Stunden, schaffen wir das? Ich denke mal, los geht's. Aufmunterungszauber Unterricht kommt als erstes. Einen schönen Tag, meine lieben Schüler. Also, zumindest wird es am Ende der Unterrichtsstunde ein schöner Tag für Sie sein. Okay, danke schön. Heute lernen wir einen Zauber, der glücklich macht. Den Aufmunterungszauber. Alles klar. Nehmen Sie Ihre Federn zur Hand. Wir beginnen mit der Erklärung des Aufmunterungszaubers. Alles klar, Professor Flitwick. Ich werde mich auf jeden Fall ordentlich reinhängen. Weil, ganz ehrlich, Leute, es wird zwar Aufmunterungstrank genannt und der wird zur, man ist danach glücklicher. Aber wisst ihr, woran mich das persönlich erinnert? An eine Droge. Das ist doch einfach nur irgendeine random Droge, die sie jetzt hier prötschen. Also, ja gut, es ist ein Zauber, aber ich meine, der macht glücklich. Das ist ja dann so, wenn man dann schlecht gelaunt ist, dann macht man den Zauber auf sich und ist dann sofort wieder gut gelaunt. Das ist der gleiche Effekt wie bei einer Droge. Ich verstehe den Unterschied da gerade nicht, aber okay, ist ja Zauberei und so, ne? Ist dann auch wieder gut. Jetzt werden wir sehen, wer aufgepasst hat. Frage beantworten. Wer hat den Aufmunterungszauber erfunden? Felix Summerby, Ulrich der komische Kauz, Helge Hufflepuff. Okay, jetzt wird hier tatsächlich mal Wissen abgefragt, Kanonwissen. Und es ist eine Frage, die ich nicht auf Anhieb weiß. Also Helge Hufflepuff streiche ich. Felix Summerby oder Ulrich der komische Kauz? Ich weiß, dass es beide gegeben hat. Aber wie der Name schon sagt, Ulrich, der komische Kauz, ich denke einfach mal, er könnte es gewesen sein. Nein, Mann, es war doch Felix Summerby, schade. Mann, heißt der ernsthaft mit Nachnamen Sommerbiene? Ja gut, alles klar. Kann sich ja nicht jeder aussuchen, wie er mit Nachnamen heißt, Leute. Sehen Sie mir zu, meine lieben Schüler, ich werde jetzt den Aufmunterungszauber vorführen. Ja, ich schaue auf jeden Fall zu, Professor Flitwick. Ich bin ultra interessiert. So. Ich hoffe ja wirklich, dass wir das mit unseren Energiepunkten, die wir jetzt gerade noch haben, geschissen bekommen. Geregelt bekommen, Leute. Ja, Familienfreundlichkeit ist wieder am Start. Und ich nehme... Warum kommt denn nur Müll? Was ist denn hier wieder los? Nur Müll. Das letzte war auch Müll. Ein misslungener Aufmunterungszauber ist nicht zum Lachen. Passen Sie gut auf. Okay, seht ihr Leute, wieder wie eine Droge. Wenn man zu viel davon nimmt oder sie falsch anwendet, kann daraus ein Horrortrip werden. Ja, ja, heute lernt ihr was in dieser Hogwarts Mystery Folge, Leute. Nehmt keine Drogen. Oder nehmt sie richtig. Nehmt keine. Ja. Weil ich weiß, dass hier Eltern zugucken und ich weiß, dass, sonst kommen wieder böse Foreneinträge über mich, so wie letztens und dann weine ich immer, Leute. Die richtige Haltung kann den Unterschied zwischen Glückseligkeit und Hysterie bedeuten. Alles klar. Ja, okay. Ja, Professor Flitwick, also wie gesagt, ich habe immer noch sehr viel Kritik an Ihrem Zauber. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie das jungen Kindern zeigen, die einfach durch ihre Phasen laufen, noch die Pubertät vor sich haben wahrscheinlich, und Sie denen dann erklären, dass es einen Aufmunterungszauber gibt, mit dem man alle Probleme einfach so beseitigen kann. Das ist nicht okay. Daniel Granger, kommen Sie nach vorne und zeigen Sie uns die Haltung für den Aufmunterungszauber. Vorführen, okay.
Also, damit ist es amtlich, Leute. Professor Flitwick, setzt uns unter Drogeneinfluss. Es ist amtlich, Leute. Es ist einfach, es ist das gleiche in grün. Nur weil Zauberei ist, ist es ja nicht was anderes. Also, Professor Flitwick, ich habe konstruktive Kritik für Sie. Könnten Sie bitte aufhören, uns irgendwelche Drogenzauber beizubringen? Das ist nicht okay, weil wir kommen noch in die Pubertät und dann sind wir sowieso auch von Natur aus schlecht gelaunt und dann ist das keine gute Möglichkeit da, ne? Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Informationen zum Aufmunterungszauber nachzulesen. Okay. Ja, 24 hatten wir noch, das könnte reichen. Ich hoffe es ehrlich gesagt sehr, Leute. Weil, ich wollte mir heute eigentlich keine neuen Edelsteine kaufen. 40 Wissen. Nice. Beachte besonders diesen Punkt hier. Konzentrieren. Danke, Roven. Wow, Roven hat mir mal einen Tipp gegeben, Leute. Es hat ja nur 5 Jahre gedauert, dass der mir mal hilft und nicht umgekehrt. Das ist ja wunderbar. Und diese Gryffindor-Schülerin hat immer noch nicht dazugelernt und lässt sich wieder von mir ins Gesicht schlagen, oder? Nö, diesmal nicht. Wow. Auf das Zaubern des Aufmunterungszaubers vorbereiten. Bitte teilen Sie sich in Paare auf und versuchen Sie den Aufmunterungszauber. Bitte nicht Roven. Aha, ich glaube, ich bin mit dem in meinem Team. Scheiße, Leute. Also, wenn ihr das bei mir macht, ich weiß ja nicht. Also, ich halte nicht so wirklich viel von Rovens Talent. Um das mal ganz nett auszudrücken. So, wir haben es geschafft, Leute, mit den vorgegebenen Energiepunkten, die wir noch hatten. Und ich nehme Tapferkeit. Lass mal deinen Aufmunterungszauber sehen, Roven. Aber bitte nicht an mir, weil ich habe Angst. Zaubere den Aufmunterungszauber. Hä, ich dachte, Roven soll den jetzt zeigen. Oh, guck mal, das ist ein lachender Mund, Leute. Habt ihr das gesehen? Das ist echt süß. Oh Gott. Ich sag da mal gar nichts zu, Leute. Ich sag da einfach mal gar nichts zu, weil sonst sagen mir die Leute wieder in den Kommentaren, dass ich Roven zu sehr fertig mache. Guck, jetzt komme ich schon mit den Leuten durcheinander. Einsammeln! So, und damit haben wir den Unterricht erfolgreich bestanden und haben damit auch alle Lektionen des ersten Kapitels fertig. Aber Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu unserer Nebenmission, denn da haben wir nur noch eine Aufgabe zu erledigen und ich würde sagen, machen wir das mal. Und zwar müssen wir die Vertrauensschüler in den 3 Besen treffen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wer alles Vertrauensschüler geworden ist. Los geht's. So, ich komme ja schon. Moment, ich hole mir noch den gratis Energiepunkt ab. So, und hereinspaziert. Die Vertrauensschüler treffen. Okay, und wie immer ist natürlich Bilton Bims am Start, Leute. Wie soll es auch anders sein? Der Kerl hat ja hier sein 2. Zuhause gefunden. Hallo, Madame Rosmerta. Sieht aus, als ob ihr eine Art Vertrauensschülerparty veranstaltet. Ja, da liegen Sie ganz richtig, Madame Rosmerta. Aber das ist nicht für Sie gedacht, ne? Das sind ganz geheime Treffen, die wir hier planen. Hallo, Bilton Bims. Wie geht es Ihnen? Ich habe eine Runde Butterbier für dich und deine Freunde bestellt. Diesmal ohne Rülpspulver. Versprochen. Oh, danke schön. Bilton Bims, ich glaube aber, ich vertraue dir nicht. Hallo, Hagrid. Ich erinnere mich noch daran, wie du ein kleiner Erstklässler warst, Daniel. Und jetzt sieh dich an. Ja, jetzt bin ich 15 und habe schon Haare am, ja, danke, Hagrid. Vielen Dank. Hallo, Vertrauens... Oh. Nein! Nein! Oh, ich brauche ein Kissen, um mich zu erdrosseln. Wartet, Leute. Oh, das geht nicht. Mann. Da ist Jane, Leute. Da ist einfach nur Jane. Da ist Jane. Ich dachte, die bin ich los. Warum ist denn Jane hier? Was macht die denn da? Seht ihr die Olle da? Das ist Jane. Und das ist der alte Slytherin-Vertrauensschüler. Was machen die hier? Haben die keinen Job gefunden oder was? Oh. Daniel, du hast es geschafft. Nun, da Charlie und du Vertrauensschüler sind, wäre es doch toll, einige der alten Vertrauensschüler zusammenzubringen. Nein. Du erinnerst dich sicher an Angelika, Chester, Felix und, Janet? Jane.
Stimmt, natürlich. Tut mir leid, Shane. Wie viele Hauspunkte hast du dieses Jahr für Hufflepuff verdient, Daniel? Das geht dich einen feuchten Furz an. Ich bin jetzt der Trauensschüler und du kriegst jetzt erstmal 10 Punkte Abzug für das Haus, was du hast. Ich... War nur Spaß. Ich wusste schon immer, dass du dein Haus anführen würdest. Boah, Jane, ich hasse dich. Was machst du hier? Kann ich wieder bitte auf die Hogwarts-Schule gehen? Da kann sie mir nämlich nicht folgen. Aha. Was habt ihr alle in letzter Zeit so gemacht? Ich tu mal so, als ob mich ihr Leben interessieren würde, Leute. Vielleicht geht's dann schneller vorbei. Ich bin Ausbilderin von Sicherheitstrollen. Es ist eine schwierige Arbeit, aber ich mag die Herausforderung. Interessant, Angelika. Achso, ich soll ja Angelica sagen. Das wurde mir damals häufig in die Kommentare geschrieben. Oh, da ist Germany's Next Tom Riddle. Guck mal, der sieht genauso aus. Ich arbeite im Büro gegen den Missbrauch der Magie im Zaubereiministerium. Alles klar, Chester. Chester. Wir regulieren die Verstöße gegen das internationale Statut zur Geheimhaltung der Magie. Oh, hochrangig an. Toll. Ich bin Drachenwärter und spezialisiere mich auf den peruanischen Viperzahn. Drachen waren schon immer meine Leidenschaft. Toll. Interessiert mich. Meine auch. Was ist mit dir, Jane? Ich tu mal so, als ob mich das jucken würde. Ich bin arbeitslos und habe 5 Kinder und lebe von Hartz IV. Ich bin gerade von meinem kurzen Ausflug nach Azkaban zurückgekommen. Also warst du da drin oder warst du zu Besuch? Also ich hoffe auf Ersteres. Oh, ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch nicht, Jane. Geht klar, ich will es auch ehrlich gar nicht erfahren. Bestellen wir noch eine Runde Butterbier und bringen wir uns auf den neuesten Stand. Auf das Leben als Vertrauensschüler. Yeah, juhu. Wehe, ich krieg dadurch am Ende nicht einen guten Job. So, Leute, dafür werden wir definitiv wieder, uns Edelsteine holen müssen, denke ich mal. Beziehungsweise Energiepunkte. 2 fehlen uns noch, um das 100er-Paket zu holen. Ich glaube, ich versuche es erstmal ohne. Wir gönnen uns jetzt erstmal, zack. Und dann nochmal zweimal das hier. Das war jetzt nicht so wirklich effizient, das weiß ich. Aber mal gucken, wie weit wir jetzt damit kommen. Los geht's. Gut, also eine 8-Stunden-Aufgabe. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, Leute. Hätte ich erstmal gucken sollen. Gut, los geht's. Das wird teuer, denn da werde ich mir auf jeden Fall wieder Edelsteine kaufen müssen. Denn das ist normal, denn wenn man so wenig Energie hat und die Aufgabe 8 Stunden dauert, dann muss man sich nochmal Edelsteine holen, um das hinzubekommen. Ja, das war wieder eines meiner tollen Lieder, Leute. Nur absolut unmusikalisch und ja. Ne, Quatsch, ich bin Germany's Next Justin Bieber, also... Ja, das wurde mir unter die Kommentare geschrieben, wo ich letztens meinen ersten Song veröffentlicht habe, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Dagi LP, der hat einfach vor ein paar Wochen den ersten eigenen Song hochgeladen. Und der hatte mehr Likes als Dislikes. Da soll noch mal jemand sagen, ich könnte nicht singen. Also das ist jetzt so mein Argument dafür. Immer wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey Daniel, du singst schrecklich, dann schicke ich ihm einfach dieses Video, dann sieht er die tollen Bewertungen und die tollen Kommentare und dann, ja, wird er leise sein. Zumindest theoretisch. So, mit Charlie sprechen. Kriegen wir noch den 3. Stern, ja oder nein? Gibt's hier irgendwas mit 5? Nein. Dann nehmen wir das. Und nochmal das hier. Und nochmal das hier. So, doch, den 3. Stern schaffen wir noch. Das ist nice. Achso, wir kriegen ja keine Belohnung. Jetzt muss ich mir wieder... Ich will nicht. Ja, ich würde sagen... Gönnen wir uns mal das kleine Paket, Leute. Zahlung erfolgreich. Yeah, nice. Ich kriege Edelsteine. Bitte. Hallo. Hallo? Hallo? Habe ich die jetzt bekommen? Hey, ich habe die gar nicht bekommen. Habe ich die jetzt gekauft? Wartet mal, Leute. Ich muss mal eben auf mein Smartphone gucken, ob ich jetzt eine E-Mail bekommen habe. Haben die mir jetzt ernsthaft das Geld abgezogen? Alter, wenn die mir jetzt das Geld abgezogen haben, ne, dann raste ich. Ich bin da gerade draufgegangen und da stand Kauf erfolgreich, aber ich krieg keine... LOL! Ich habe wirklich bezahlt. Als ob ich die jetzt nicht dazu bekomme.
Ich hab wirklich bezahlt, Leute. Ich würde euch das gerne zeigen, nur ich weiß nicht, ob da Informationen jetzt in der E-Mail sind, die ich nicht zeigen darf. Ich habe wirklich bezahlt. LOL. Muss ich vielleicht einmal raus und wieder reingehen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, Leute. Warte, ich geh mal kurz raus. LOL, die haben mir einfach meine Edelsteine unterschlagen, die Spinner. LOL. Ja, dann hole ich mir jetzt nochmal ein kleines Paket, Leute. Ich werde mir die zurückholen, die Edelsteine. Ich werde da mich beschweren irgendwo. Ja, warte, ich muss mir das Paket holen, Leute. Was ist das denn? So, Zahlung erfolgreich. Ja, jetzt hat's geklappt, als ob... Ja klar, wir wurden einfach... Leute, ich hab's auf Video. Alter, ich werde mich sowas von bei denen beschweren. Ich habe mir dieses Set hier gerade gekauft für 20 Euro und kriege nicht die 575 Edelsteine, die ich dafür hätte bekommen müssen. Und es wurde mir abgezogen. Ich habe die Bestätigungsmail von Google bekommen. Das ist auf jeden Fall überwiesen worden. Die Arschgeigen, ey. Ich wurde hier gerade einfach von Hogwarts Mystery abgezogen. Eiskalt. Achso, ich muss die ja jetzt erstmal eintauschen, stimmt. Eiskalt. Einfach eiskalt abgezogen von einem Spiel. Ja, also da werden die... Ey, Leute. Also das lasse ich nicht mit mir machen. Also die werden jetzt erstmal eine fette E-Mail von mir bekommen. Ich kann zwar kein Englisch, aber dann sollen sie gefälligst Deutsch lernen. Ist mir scheißegal. Ich will mein Geld wieder. Oder meine Edelsteine. Ich habe 20 Euro gerade in den Sand gesetzt. Die spinnen ja wohl, ey. Ernsthaft, Leute, das ist kein Scherz. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ducky-Dumm-Move gewesen oder so. Ich habe das Geld wirklich überwiesen und es ist auch angekommen, weil sonst hätte ich die Mail nicht bekommen. Und ihr seht ja, ich habe keine Edelsteine dafür bekommen. Das ist jetzt wirklich real, was ich hier mache. Das ist nicht irgendwie Unterhaltung oder so. Also, ne, schon irgendwo, aber ich mache es nicht mit Absicht. Das ist wirklich gerade so passiert, wie ihr es gesehen habt. Ich habe was gekauft und nicht die Edelsteine bekommen. Das ist skandalös. Das ist richtig skandalös. Das ist so skandalös, dass ich etwas habe, was ich in den Titel schreiben kann. Und ins Thumbnail. Ich wurde von Hogwarts Mystery abgezogen, Leute. Dank, also, vielleicht ist dieser Clickbait ja so viel wert wie die 20 Euro, die ich jetzt umsonst ausgegeben habe. Vielleicht macht das Spiel es dadurch wieder gut. So, einsammeln. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Eine hervorragende Idee. Habt ihr irgendeinen Rat für Charlie und mich? Hört niemals auf zu lernen und verliert niemals den Blick aufs Wesentliche. Ja. Habt keine Angst, neue Dinge zu probieren. Lasst nicht zu, dass sich etwas zwischen euch und eure Ziele stellt. Geht arbeiten, damit ihr keiner Ziel empfangen müsst. Seht zu, dass ihr nicht ins Gefängnis kommt. Ja, genau. Ja, Charlie, so würde ich auch reagieren. Okay. Auf das Leben als Vertrauensschüler. Yippie! Yeah. Juhu. Helping others. Quest abgeschlossen. Du bist Vertrauensschüler. 50 Tapferkeit, 6 Edelsteine. Holy shit, und 2000 Erfahrungspunkte. Ja, moin. Einsammeln. Und wir sind neues Level. Wie viele hatten wir davor Energiepunkte? Ich weiß es gerade. Ich hoffe, ich war da jetzt nicht so mega dumm. Hervorragend. So. Ja, Leute, damit haben wir jetzt diese Aufgaben erledigt. Ich denke, das war eine interessante Folge. Mir wurde von Hogwarts Mystery einfach 20 Euro geklaut. Das ist unfassbar, Leute. Also, das werde ich ins Thumbnail schreiben und den Titel. Und ich werde jetzt erstmal eine E-Mail an diese komischen Banausen schicken und will meine 20 Euro wieder haben. Ich meine, ich unterstütze das Spiel hier durch meine Let's Plays und jetzt ziehen die mir auch noch Geld ab. Was ist denn da los? Ich werde hier nicht mal durch das Spiel gesponsert. Ich gebe mein eigenes Geld dafür aus. Also, so weit kommt's noch. Leute... Ich werde mich da jetzt melden. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo. Und guckt die Werbung, damit ich die 20 Euro wieder reinbekomme. Und in diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.